So, meine Freunde, ein herzliches Willkommen hier zurück zu Meeting2.de. Heute zu einer neuen Folge, diesmal mit dem Krieger vorm Drachenraum. Habe ich ja letzte Folge angekündigt, dass ich mit dem 105er Krieger einmal einen Drachen zeige, denn ich finde immer noch, der Run ist auch heutzutage noch relativ relevant. Auch für High-Level-Chars, die jetzt keinen Young-Drop mehr haben, aber die trotzdem noch die Truhen droppen, ist der Run trotzdem noch lukrativ und ich finde, dass der relativ gut geupdatet ist und dass man dann trotzdem mal wieder reingucken könnte. Und deswegen zeige ich ihn heute auch mal wieder. Also, ich habe immer schon wieder gewollt, dass ich mal wieder ein bisschen Drachen farme, vor allem den Young-Drop mitnehme, ein bisschen Young-Equipment aufbaue, dies, das, um mal ja täglich einmal eben den Drachen zu farmen, um den Young-Drop mitzunehmen. Weil wenn man wirklich gutes Young-Drop-Equipment hat und ein bisschen Glück, dann, was, ich bin mir gar nicht so sicher, was der maximale Young-Drop ist. Ich habe mal was von 6 Won gehört oder sowas, aber also 240k hatten wir ja schon mal vor 6 Jahren. Das war der erste Drachen, den ich gemacht habe. Deswegen, ja, mal gucken, was die Zukunft gibt, wenn ich den jeden Tag mache. Dann kann ich ja mal aufschreiben oder mit auflisten, wie viel Young ich mal regelmäßig gedroppt habe. Das Ding ist, Young droppst du ja eigentlich auch nur bei dem Drachen, wenn du bis maximal 10 Level über ihm bist. Und erst ab dann fängt es ja richtig an, dass du Damage Equipment bekommst, dass du den auch richtig gut schaffen kannst. Das heißt, der ist eigentlich für den Levelbereich, wo es relevant ist, relativ schwierig. Und auch für einen 105er Krieger war der relativ schwierig. Also ich habe natürlich geschafft, schon mal vorweg, natürlich ganz klar. Und was ich auch schon mal erzählen möchte, bevor die Frage kommt. Ich hatte ja mal einen Drachen-Guide-Video gemacht, das ist nicht mehr aktuell. Das ist schon mal wichtig zu sagen, weil der hatte ja mal irgendwie eine Art 120% Elementar-Dev-Grenze, die man erreichen musste. Die gibt's nicht mehr, keine Sorge. Er hat trotzdem natürlich noch Blitz-Dev und also Blitzangriff und so weiter und hat natürlich Elementar-Verteidigung, okay, ja. Aber er hat nicht mehr diese komische Grenze, dass man, das war sowieso unverständlich, keine Ahnung, warum das eingeführt wurde. Das gibt's nicht mehr, das vergesst das auf jeden Fall. Oder wenn ihr gar nicht wisst, wovon ich rede, dann ist es auch völlig egal. Jedenfalls ist der Drache an sich immer noch relativ schwierig, finde ich, weil so viele Mädchen spawnen. Wenn dann mal tatsächlich ein bisschen mehr Einsamkeit und Hochmut spawnen, dann ist der ratzfatz wieder auf 100% Leben und dann darf man vorne anfangen. Das ist halt super nervig. Also ich habe natürlich mit dem Krieger keine Bio, muss man sagen. Und ich habe keinen Militär-Gau, ja, wie ihr sehen könnt. Also vielleicht sind das noch zwei Punkte, die ich nochmal aufbauen müsste, damit es noch ein bisschen entspannter wird. Ich habe momentan in dem Clip jetzt hier, klar, ich habe einen Pushring drin und ich habe DGA drin. Dadurch mache ich natürlich guten Damage und ich kann ihn relativ gut farmen. Ich mache ja, wie ihr sehen könnt, bis zu 17k Crit. Ja, okay. Ich denke aber mal, wenn ich noch ein bisschen Equipment, noch ein bisschen mehr AW habe und die Bios zumindest bis zu 70er Bio hochmache und das Militär-Gau immer schnell hochpushen, dann sollte der Drache eigentlich relativ gut machbar sein. Ich denke mal, das wird auch so ein bisschen, ja, so ein Nebenbei-Ding werden, was ich so ein bisschen, ja, in die Hand nehme, dass ich mal täglich mal die Bio abgehe mit dem Char und täglich mal die PQ mache. Aber ansonsten, wie gesagt, ich finde den Drachen relativ geil. Einer der schönsten Runs, wie ich finde. Ist natürlich nur schade, dass man ihn nur einmal am Tag machen kann. Gleiches gilt übrigens auch ein bisschen parallel zu Jotun. Ich würde mich freuen, wenn man den mal zu zweit noch machen könnte und nicht immer mit den 5 Chars dadurch krampfen muss. Deswegen finde ich den Drachen eigentlich eine gute Alternative, da man ihn halt zu zweit machen kann. Ja, ansonsten, wie gesagt, jetzt kommt einmal Normalgeschwindigkeit, nochmal den Kill des Drachens. Junge, wirklich die Zeitlupe jetzt, wo ich die ganze Zeit nur schnell geguckt habe. Wie gesagt, ich gehe halt, würde gerne darauf gehen, dass ich halt öfter mal auf den Young-Drop gehe, wie gesagt. Und mit dem Krieger mal gucken, was da noch in Zukunft abgeht. Vielleicht kann ich mit dem ja noch ein bisschen andere Sachen farmen, wenn ich den Main gerade nicht nutzen kann oder möchte oder sowas. Wie ihr sehen könnt, Young wurde gedroppt, sehr schön. Was ich mich noch frage, vielleicht kennt sich ja jemand mit dem Drachen ein bisschen besser aus. Wie wirkt sich das denn aus? Ich habe jetzt natürlich Mrs. Maverick mitgehabt, also die Champion-Level-Buff-Charmy. Wirkt die sich oder der Buff, der Champion-Level ist, auf den Young-Drop auch aus? Oder muss der sich aussorgen vorher, dass ich noch ein bisschen besser Young-Droppe? Oder brauche ich eine Buff-Charmy, die unter 105 ist oder sowas, dass ich den Young-Drop noch optimaler mitnehmen kann? Vielleicht kennt sich da jemand mit aus. Auf jeden Fall, ich habe ja gerade Young gedroppt zum Glück, also es waren 40kk. Der Young wurde ja gesplittert mit der Charmy, das heißt, ich habe 40kk Young gedroppt plus 10 Truhen. Was quasi, die Truhen sind ja gerade auf Asra irgendwie 18, 19, 20kk wert. Das Stück, das ist natürlich heftig. Somit habe ich einfach mal kurz 250kk Young gemacht mit einem Drachen. Und ich denke mal, wenn ich einmal am Tag laufen kann, dann ist das schon ziemlich geil. Ich meine, der Char kann auch, wenn er sie mal bekommt, die gewonnenen Schlüssel selber farmen. Finde ich also auch relativ gut, kann ich also auch gut machen. Und wie gesagt, der kann das ganze Equipment vom Main nutzen, kann ich quasi was Lager rüber handeln.
bis auf Rüstung und Helm. Und dementsprechend, ja, ist das also relativ entspannt. Ich habe ja zum Glück auch die Feuerschuhe, die haben ja auch 50 AW. Ich habe mein Armband, das hat ja 35 AW. Ich habe die Kupferkette, die hat 5 Bosse. Und quasi brauchte ich noch AW halt in den Ohrringen, in dem Titani, im Tani. Und dann habe ich, und Helm natürlich auch noch. Ja gut, muss ich mal gucken. Ich glaube, wenn ich da ein bisschen, ich werde da wahrscheinlich ab und zu meine Sehnen reinkloppen, dass ich da noch ein bisschen AW-Equipment habe. Weil irgendwie macht mir der Drache Spaß. Ich finde, das ist so ein bisschen Abwechslung. Immer dieser tägliche Hydra-Trott finde ich ultra anstrengend. Klar, Hydra ist natürlich 9 plus Ultra. Da mache ich 2, 3 Runs und ich bin locker und flockig drüber schon mit meinen Einkommen. Aber ich finde, zwischendurch braucht man einfach eine Abwechslung. Gerade wenn auf Server wie Azrael halt sowas wie die Drachentruhen halt ultra viel wert sind, dann lohnt es sich natürlich zwischendurch mal zu farmen. Dementsprechend mache ich das wahrscheinlich jetzt auch mal zwischendurch. Und ich denke mal, den 105er kann man auch für das ein oder andere Event noch nutzen. Den kann man auch nutzen, zum Beispiel für andere Farmquellen eventuell mal. Mal gucken, wofür ich den noch nutzen werde. Wie gesagt, ganz groß investiert habe ich da nicht. Das war eine Mini-Investition, also kein Stress. Wovon hatte ich in dem Moment sowieso genug. Von daher alles gar kein Problem. Und ja, mal gucken. Ich würde jetzt einfach täglich oder immer nicht einmal laufe den Drachen einfach mal aufschreiben, wie viel lange ich gedroppt habe. Und irgendwann, ein paar Wochen oder sowas, oder wenn man wieder nachfragt, kann ich ja dann mal meine Statistik dazu mal preisgeben und mal gucken, ob sich das richtig lohnt, den zu farmen oder so. Also ist schon ganz cool. Macht schon Spaß, mal so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ja, wie ihr sehen könnt, wie gesagt, Truhen sind super viel wert auf Azrael. Ich weiß nicht, wie es auf anderen Servern aussieht, aber auf Azrael kosten die Truhen fast 20 KK. Somit 2,5 Won für einen Run ist schon relativ geil. Ja, jetzt habe ich nochmal in die Ohrringe nochmal einen 7. Boni reingefügt. Der hatte schon 6 und auf dem Titani hatte ich, also ich habe noch einen Young Drop Titani, also das heißt, der hat, das Titani vom Krieger hat 20 Teufel, 20 Young und da kommt jetzt nochmal ein 7. Boni rein. Da kann ich eventuell nochmal, keine Ahnung, so 35 AW würden mir komplett ausreichen, das wäre schon ganz schön. Wenn da mal irgendwie in die Ohrringe und in das Schild nochmal 35 AW oder so mindestens reinkommt, das wäre schon ganz geil. Und wenn der Helm endlich mal ein bisschen was gönnen könnte. Jetzt haben wir noch ein paar Segnungen auf den Helm. Und dann ist das schon fast wieder die Folge gewesen. Danke fürs Zuschauen. Tiger Ghost Codes gibt's auf Discord. Und Anmelde-Link in der Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen. Peace und gut. Wisst ihr, was mir beim Schneiden gerade aufgefallen ist? Dass ich mich immer viel zu früh verabschiede. Hier nochmal die letzten Segnungen und jetzt danke fürs Zuschauen. Pussy!